Hallo zu einer neuen War Thunder News Recap-Folge. Heute ist uns eigentlich relativ wenig Themen, aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das Update 1.81, die Valkyren, ist erschienen. Der Changelog ist ziemlich lang. Also ich sag mal, die Hauptsache ist eigentlich die noch ganz neuen Fahrzeuge, vor allem die Helikopter. Und falls es euch interessiert, was bei den Sounds, bei der Spielwirtschaft und bei den Schauplätzen und Marineschauplätzen und Missionen und Flugzeugmodelle und Schadensmodelle und alles Mögliche. Falls es euch interessiert, ich habe den Link vom Changelog einfach mal in die Beschreibung gepackt, weil das komplette Changelog da jetzt durchgehen im Video, das wäre ein bisschen too much, weil ich möchte das ja relativ kurz halten, dieses Format. Außerdem hat man auch die Chance, ein Tester zu werden für die Kampfhubschrauber. Ist ganz einfach, zwischen 19. September und 19. Oktober kann man sich da bewerben. Man muss einfach so ein paar Aufgaben abschließen. Über das Thema habe ich auch ein Infovideo gemacht und das habe ich auch einfach mal in die Beschreibung gepackt. Falls es euch interessiert, könnt ihr es euch ja mal anschauen. Dann gab es noch ein Modellupdate von der ME Anhör 63B0. Das Flugzeug kennt man ja schon. Und ja, es wurde halt das Modell ein bisschen überarbeitet. Hat anstatt 30 mm Kanonen jetzt nur noch 4 20 mm Kanonen, Entschuldigung. Also man kann sich entscheiden, das ist ja ein sehr schneller Flieger, ob man jetzt 230 mm oder waren es 430 mm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man jetzt die 30 mm oder die 20 mm haben möchte. Genau. Dann gab es noch so eine Art Artikel von Gaijin, die sind nach Minnesota gereist und haben sich den Abrams genau angeschaut. Und das könnt ihr einfach ein bisschen nachverfolgen, also ihr könnt ein bisschen was über das Museum lesen, über diesen Panzer an sich, also die geschichtlichen Hintergründe und wie sie halt diesen Panzer auch in das Spiel implementiert haben. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Dann gab es noch zwei kleine Updates. Das erste am 19.09. Da war jetzt wirklich nichts dabei, was wirklich die Rede wert ist. Nur, dass man zum Beispiel halt in der Spitfire die Kamera jetzt nicht mehr rumwackelt, aus der Pilotensicht, oder eben, dass im Testflug die Visiereinstellungen nicht angewendet wurden. Also kleinere Sachen wurden jetzt eben behoben. Und einen Tag danach, am 20.09., gab es wieder ein Update. Das war wieder ein bisschen wichtiger. Da wurde zum Beispiel ein Fehler behoben, wo Spieler keine Bäume oder Sträuche in 20 Meter Entfernung sehen konnten. Dann auch noch ein Fehler, wie dass bei der Ru 251 nicht alle Rauchgranaten abgefeuert wurden. Sowie die Kosten des ersten Hubschraubers um 200.000 Silberlines reduziert. Die Kosten sind immer noch ziemlich hoch, finde ich. Aber ja. Und zum Schluss, fehlende Animation bei Zäunen wurde ebenfalls behoben. Das war's dann auch schon wieder mit dem ganz kurzen Infovideo. Wie gesagt, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder beim nächsten Video. Ciao!